2007, months before the economic crisis really hit. Das letzte Mal, als ich in Deutschland war, 2007, einige Monate vor dem richtigen Einbrechen der Weltwirtschaftskrise. I was told by basically every journalist I met that all was well with capitalism. So ziemlich jeder Journalist, den ich getroffen habe, hat mir gesagt, Mann, was stresst du dich denn? Ist doch völlig okay, alles mit dem globalen Kapitalismus. And that my suggestion that our elites take advantage of crisis to push through brutal unpopular policies was a, quote, conspiracy theory. Und sie warfen mir vor, dass mein Argument aus der Schockdoktrin, nämlich dass globale Eliten versuchen, Krisen und Schockzustände zu nutzen, um höchst unpopuläre Politiken durchzudrücken, mir wurde vorgeworfen, das sei bloß eine Verschwörungstheorie. So we should keep in mind that our so-called experts get it wrong an awful lot. Woran wir uns immer erinnern sollten, ist, unsere sogenannten Expertinnen und Experten geben auch ziemlich oft die falschen Antworten. Of Europe became literal, with the streets of Frankfurt choked in tear gas and smoke. Der Prozess des Erwürgens der Demokratie in Europa wurde heute auf den Straßen von Frankfurt grausamer Realität, als sich hunderttausende Demonstrantinnen überall von Tränengas und Pfefferspray erwürgt sahen. We've heard a lot today about the social side of austerity. I want to talk about how ECB austerity and privatization policies are destabilizing the planet itself. Wir haben jetzt viel darüber schon gehört und geredet, wie die Politiken der EZB Gesellschaften destabilisieren. Worüber ich jetzt noch reden will, ist, wie die Politiken der EZB den Planeten selbst destabilisieren. In exactly 9 months, there will be a major UN climate summit in Paris, and I hope that all of you will be out in the streets making your voices heard then as well. In nur 9 Monaten wird es einen wichtigen internationalen Klimagipfel in Paris geben, und ich hoffe, dass ihr alle auf der Straße sein werdet, damit eure Stimmen gehört werden können. Because we know already that that summit is going to be a failure, that the pledges, the so-called pledges that our leaders will bring to that meeting will be nowhere near what is necessary to prevent catastrophic climate change. Denn wir wissen leider schon jetzt, dass dieser Gipfel einfach ein ziemlicher Flop sein wird. Auch wenn es da zu einem Deal kommt, auch wenn ein Deal unterschrieben wird, wissen wir jetzt schon, dass die Emissionsreduktionsverpflichtungen oder Vorschläge, die die Regierungen da mitbringen, mitnichten, auch wenn sich daran halten wird, mitnichten genug sein werden, um chaotischen Klimawandel zu verhindern. And a major reason why we know it will be a failure is because ever since the economic crisis hit in 2008, Europe has abandoned its climate leadership. Ein weiterer Grund, wir wissen, dass das ein Flop sein wird, dieser Gipfel, ist dass die Tatsache, dass seit 2008, seitdem die Wirtschaftskrise angefangen hat, Europa eigentlich seine sogenannte Führungsrolle im Klimaschutz einfach komplett abgegeben hat. Under the impoverished vision of the Troika, the future itself became just one more luxury that supposedly could not be afforded. In der politisch verarmten Vision der Troika wurde sogar unsere planetarische Zukunft nur zu einem weiteren Finanztitel, der zwischen Investoren und Investoren hin und her geschoben werden kann. Just as so many lives have been sacrificed in the name of a budget crisis, so have the life support systems of our planet itself. Support for renewable energy programs have been relentlessly slashed in the name of budget constraints. Das ist keine Rhetorik, das ist nicht abstrakt. Wir wissen, dass in den Ländern der europäischen Peripherie Förderprogramme für erneuerbare Energien und andere ökologisch sinnvolle Politiken drastisch zurückgeschnitten wurden seit dem Beginn der europäischen Krise. And that's exactly the same excuse that we have heard for why all of these countries are being pushed to drill for oil off their shores, to frack for gas on their land, to put their water at risk, to mine for coal, to build dirty lignite coal burning refineries, and this is happening in Germany too.
Und was wir wissen, ist, dass aufgrund genau dieser Politiken und in der Wirtschaftskrise Ländern wie Griechenland gesagt wird, naja, Entschuldigung, dass du nicht erneuerbare Energien ausbauen kannst, aber warum baggert ihr nicht die Ägäis auf und fördert da das Schiefergas? Warum grabt ihr nicht Chalkidiki auf und fördert da die Braunkohle oder das Gold? Wir wissen, dass wegen dieser Politiken der Extraktivismus in diesen Ländern vorangetrieben wird. Historic energy transition is deeply compromised by the refusal of the Merkel government to say no to dirty coal and unleashing fracking for natural gas. Aber dieser Extraktivismus ist nicht nur ein Problem in Griechenland, es ist auch ein Problem hier. Die international weithin beachtete Energiewende wird immer mehr dadurch kompromittiert, dass die deutsche Regierung unwillens ist, nach dem Atomausstieg auch einen Kohleausstieg durchzusetzen. Und zwar nicht nur die haben nicht auf die Steinkohle, sondern brauchen auch die Braunkohle und darüber hinaus auch auf Fracking hier nicht angefangen werden. Meanwhile, just when we need to be reimagining our cities to move beyond the automobile, just when we need to be lowering the cost of public transit, lowering it down to zero, in country after country, fares are going up. Und am selben Moment, wenn wir uns eigentlich vorstellen müssen, wie unsere Städte jenseits des Wahnsinns des individuellen Automobilverkehrs aussehen können und eigentlich die Preise für den öffentlichen Personennahverkehr und auch für die Fernzüge auch drastisch runtersetzen müssen, vielleicht auch null setzen sollen, in dem Moment wird uns gesagt, dass das unmöglich ist. And just when we need to be supporting our rail systems more than ever, making sure that they're electrified with renewables and accessible to all, they also are being cut back and privatized in Portugal, Spain, Italy and Greece. This is madness. Und wenn wir eigentlich unsere Zugsysteme, unsere Transportsysteme ausbauen müssten, die auf Erneuerbare umstellen müssten, sie billig oder kostenlos zugänglich zu machen, werden diese wichtigen Dienstleistungen privatisiert in Griechenland, in Portugal, in Spanien, in Italien. Und das ist einfach kompletter Wahnsinn. All around the world, we are being inspired by the incredible movement here in Germany for cities and towns to take back control over your energy grids from the corporations that privatize them, because you know that energy is too important to be left to the profit motive, particularly in a time of climate crisis. In vielen Teilen der Welt ist es so, dass die interessanten Prozesse, die gerade in Deutschland ablaufen, wo Städte und Gemeinden und kleine Kommunen sagen, wir wollen uns unsere energetische Zukunft zurücknehmen, wir wollen die Netze rekommunalisieren. Und das ist ein Prozess, der in der Welt auf sehr positive Resonanz trifft und weiterhin beobachtet wird. And this has been incredibly inspiring, and yet it is enormously ironic that the German government and the entire Troika has placed relentless pressure on the countries of Southern Europe to privatize their energy systems. And this is happening in Greece right now, despite the expressed wishes of the majority of the electorate. Und obwohl dieser Prozess in Deutschland so viel internationale Inspiration produziert hat, trotz all dieser Inspiration, die die deutsche Energiewende international ausgelöst hat, setzt die deutsche Regierung, die Regierung Griechenlands und anderer peripheren Länder unter Druck, dass sie in dieser Situation ihre Energiesysteme privatisieren sollen. Gegen den ausdrücklichen Wunsch zum Beispiel der griechischen Bevölkerung. Far too often we stay in our little issue boxes and the people working on climate and the people working on economic justice don't work together or even speak to each other. In diesen Bewegungen, in denen wir unterwegs sind, bleiben wir oft viel zu sehr in unseren irgendwie einzelnen Themenboxen. Die Leute, die für ökologische Gerechtigkeit kämpfen, kämpfen viel selten zusammen an der Seite derer, die für ökonomische Gerechtigkeit kämpfen und umgekehrt. It's long past time that we recognize that the fight against austerity and the fight for a safe and stable climate is the same fight. And we need to be fighting side by side. Und es ist höchste Zeit, dass wir einsehen, dass der Kampf gegen Prosperität und für ein stabiles Klima genau derselbe Kampf sind. Austerity and a safe climate are fundamentally incompatible. Austerität und stabiles Klima sind fundamental inkompatibel. So I have a special
today. Und jetzt eine kleine besondere Message für die EZB heute von Naomi auf dieser Bühne. You are the true vandals. Ihr seid die wahren Randalierer. Your vandalism is planetary in scale. Ihr seid die wahren Randalierer. Ihr randaliert nur auf einer viel größeren Skala. Euer Vandalismus, euer Randalieren ist planetares Randalieren, ein planetarer Vandalismus. You don't set fire to cars. You are setting the world on fire. Ihr verbrennt keine Autos, ihr verbrennt. Auf den historischen Siegen der Menschen in Griechenland und auf den kommenden Siegen in Spanien und anderswo. Aufbauend auf den Siegen gegen die Keystone XL Pipeline und gegen die Atomkraft in Deutschland. Aufbauend auf den Siegen gegen das Fracking und Extreme Energy sagen wir heute, you're done, wir haben genug, weiter kommt ihr nicht mehr. This is why I'm here. Heute entscheiden wir uns, die vielen Bewegungen für das Leben und für die Würde zusammenzubringen in eine unaufhaltbare menschliche Mauer. Today is when we stop you. Today is when we say enough. Heute ist es vorbei mit euch. Heute setzen wir euch einen Stopp. Heute ist es genug. Democracy and capitalism. That's true, but the choice is even more fundamental than that. There is a choice before us between capitalism and the climate. The answer is as obvious as it is urgent. Thank you. Wir haben gesagt, dass wir vor einer Wahl stehen zwischen Demokratie und Kapitalismus. Aber die Wahl geht nochmal, ist nochmal fundamentaler, die geht nochmal näher an die Grundlagen. Heute besteht die Wahl zwischen dem Kapitalismus und unserem Überleben in einem stabilen Klima. Und die Antwort darauf ist genau so offensichtlich, wie sie notwendig und eilig ist. Vielen Dank. Change the system, not the climate. Change the system, not